So, herzlich willkommen zu einer neuen Show. Ja, ich habe doch noch zwei Spiele gefunden, die ich jetzt noch zeigen könnte. Half-Life Deathmatch, Source. Und ja, das wäre jetzt das erste, was ich Let's Showen würde. Das zweite, habe ich gerade den Namen vergessen. Und ja, oh, ich würde jetzt einfach sagen, wir suchen mal wieder einen Server. Und dann, ja, kann es losgehen. Ich habe das Spiel noch nie gespielt. Und deswegen ist es jetzt dies auch mal wieder das erste Mal. Und ja, etwas, naja, eigentlich ist es so gesehen jetzt eine kleine Pause von den ganzen Slenderman-Teilen. Boah, ist das laut. Da ich Horror-Games hasse. Ich meine, wirklich hasse. Oh. Da hau ich drauf, ey. So, was bist du? Du bist, keine Ahnung, wie hebe ich denn das auf? Kann ich das aufheben? Ne, ich glaube nicht. Bist du in meinem Team? Ach, keine Ahnung. Ich hau einfach auf dich, wa? Ich weiß gar nicht, ob ich... Ja, okay, ich kann auf alles schießen. Auf alles und jeden. Einfach mal draufballern. Was bist du hier? HIV, es wird irgendwo... HIV, genau. Also, ja, das, was da halt steht, habe ich wohl getötet. Es scheint irgendwas mit Rüstung aufladen zu sein. Ja. Ich scheine zu laggen. Anders kann ich mir das hier gerade nicht erklären, so wirklich. Oh, ne. Ja. Die wissen, wie man es macht. So, Raketenwerfer müssen wir hier nachladen. Den müssen wir nicht. Drücken. Ja, Half-Life 2, weiß ich nicht, ob wir das noch Let's Playen werden. Bin ich mir wirklich nicht sicher. Weil ich bin eigentlich wirklich nicht so der Half-Life-Fan. Also ich habe nichts gegen das Spiel. Ist ja auch eigentlich von der Physik her echt ein geiles Spiel. Aber ich weiß nicht. Irgendwas an dem Spiel gefällt mir nicht so wirklich. Und deswegen... Ja, nein, was war denn das? So. Falls es laggt, tut's mir leid. Ich kann gerade nicht wirklich was für die Lags. Ich weiß nicht. Ah, that's which you don't like Russians. Was für Russians? Du laberst. Ich werde nochmal gucken, dass du mich hier Tonqualität hoch. Bringt wahrscheinlich bei euch eh nichts, aber ist ja auch nicht schlimm. Er hat unendlich viel Leben. Oh nein, nicht der jetzt hier. Ey, geht ja gar nicht. Habe ich die jetzt gekriegt oder nicht? Ha, den habe ich. Ja, sehr geil. Oh, ich habe jetzt wieder eine Raketenwerfer. Nee, die ist... Nachladen hier. Falls jetzt einer kommt, kriegt er genau das Ding ins Gesicht. Was ist das? Ein Jetpack oder was? Nee. Nee. Das Crossbow behalte ich mal. Scheint nämlich sehr geil zu sein. Ja, nee. Sind die ab alle abgehauen oder? Ho! Tja, wenigstens habe ich ihn und mich umgebracht.
Das bringt's auch super. Das bringt's auch richtig. Ach so, das ist Raketenmuni. Jetpack, oh Gott. Was war denn das? Ich kenne die Waffen hier nicht. Das. Ja, ist wahrscheinlich. Muss ich gedrückt halten? Weiß gar nicht. Ach so, jetzt ist es aus. Das ist ja nicht so. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich habe ihn irgendwie nicht mal getroffen oder so. Ich weiß nicht, das Spiel ist eigentlich relativ lustig. Obwohl ich ja eigentlich meinte, bei den anderen Spielen, die ja ungefähr genauso aufgebaut sind, weil ich sowas eigentlich nicht so gern mag. Aber ich weiß nicht wieso, aber das hier macht irgendwie auf irgendeine Weise Spaß. Hat irgendwie was anderes halt. Vielleicht liegt es auch an den Lenkraketen, dass mir das Spiel hier so einen Spaß macht. Also wenn Half-Life 2, ich hab's, aber hab's auch noch nie gespielt. Hört sich alles komisch an, glaube. Dann werde ich es wahrscheinlich mal let's playen. Aber nur, falls das so sein sollte. Der wartet jetzt eh da oben. Oh, Lappen. Who pressing fucking button? Was für ein Button? Habe ich was Falsches gemacht, ohne es zu wissen? Ich habe keine Muni mehr. Hier war Muni. Ey, nein, hoch. Kann ich noch mehr oder kann ich noch 5? Ne, ich kann noch 5. Ich würde euch ja gern was über das Spiel erzählen, aber da ich... Was war denn das? Aber da ich das Spiel nicht kenne, kann ich natürlich nichts erzählen. Das ist das Schöne an sowas. Ist genauso wie bei Blind Let's Plays. Du musst nichts erzählen, weil du hast ja selbst keine Ahnung von dem Spiel. Und das halt... Oh, was bist denn du jetzt? Ach, geh dich doch erhängen. Ich habe irgendwie das Gefühl, die Pistole macht kaum Damage. Nein, vergiss es. Hinter mir war auch noch einer. So, einfach mal abhauen, würde ich sagen. Aber da... Ach so. Ach so. Dich genauso. Warte mal, hat er? Ja, hat er. Ich habe ihn erwischt. Oh, le. Nee, den habe ich nicht. Ach komm. Gibt's hier eigentlich auch eine Sniper? Das wäre super geil. Tja, das mit dem Zielen kriege ich auch noch nicht ganz hin. Oh, was? Verstehst du? Ich war das jetzt hier mit der Muni? Ja. Nein. Ja, das ist jetzt auch schon das achte Let's Show. Und langsam gehen mir die Spiele für das Let's Show aus. Natürlich kann ich ja noch weitere finden, suchen, herunterladen. Wenn es auch nur Online-Games sind, ist ja erstmal egal. Wenigstens ich hahaha irgendwas. So, das ist jetzt noch nicht so geplündert worden. Jetzt hat's aufgehört. Gut, ich habe noch einen Schuss. Was für ein Arsch. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber es sieht halt geil aus. So. Achso. Nein, 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 nein. Oh Gott. Ich nehme schon länger auf, als ich überhaupt wollte, das Spiel. Aber ich weiß nicht, wie lange die Runde hier noch geht. 5:21. Ach, das geht doch fürs erste Spiel. Was denn mehr? Tja, er wollte mich nackeln. Zack. Ich glaube, ich bin auf dem Russen-Server, deswegen geht mein Ping gerade etwas hoch. 300. Na gut, etwas war geschmeichelt.
etwas vage geschmeichelt. Dann nicht. Hier geht's nicht durch, oder was? Oh, was war denn das? Was bitte denn du? Achso, du bist hier komisches Laser-Dingensen. Ich habe noch nicht rausgefunden, wie das überhaupt geht alles. Aber ist wahrscheinlich auch nicht schlimm. Okay, die Pistole ist Mist. Also, kann man ja machen, was man will. Was für eine Show. Ich finde, das Spiel macht richtig Spaß. Ich weiß nicht, wieso. Aber da es jetzt von der Uhrzeit her schon etwas später ist, werde ich auch gleich aufhören. Und werde hier nicht jetzt noch die ganze Zeit rumhampeln. Ich weiß nicht, ob ich jetzt was über Half-Life erzählen sollte. Also ich kenne ja etwas, ein bisschen über die Story. Unser lieber Gordon, den wir hier zum Beispiel spielen, der hat in Half-Life sozusagen die Hauptrolle. Er ist ein Professor oder sowas wie ein Testprofessor. Irgendwie sowas. Wie gesagt, ich habe nicht wirklich Ahnung von dem Spiel, deswegen egal was ich sage, wenn es falsch ist, nicht so drauf hören. Und ich weiß nur, dass irgendein Experiment, was sie machen wollten, schiefgelaufen ist und Gordon musste rein und die ganzen, ja, ich weiß gar nicht, Stoffe einsetzen oder irgendwie sowas. Ja, es gab einen großen Knall und durch diese Explosion, die da kam, wurde irgendwie ein Virus freigesetzt oder eine Alienform. Ich kenne eigentlich auch nur die Headcrabs, die zum Beispiel der Typ da unten gerade auf dem Kopf hatte. Und ja, die nehmen dann sozusagen die Welt dort ein. Und bei Teil 1 muss er noch aus dieser Anlage da verschwinden, aus der Black Mesa. Und bei Teil 2 ist er dann, ja, in verschiedenen Städten. Mehr sagen will ich dazu eigentlich nicht, wegen den Leuten, die Story noch nicht kennen, die vielleicht ein Let's Play angucken wollen. Sollten dann, ja, keine Ahnung, ich bin wieder draußen. So, ich würde erstmal sagen, für das Let's Show reicht es. Das ist Half-Life Deathmatch Source. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, wie ich hier verliere. Und er schießt mich jetzt nicht an meine Ansage ab. Das kann er vergessen. Und ja, wir sehen uns im nächsten Part.